Herzlich willkommen aus dem Stadion am Zoo. Unsere Rot-Weißen bestreiten ihr zweites Auswärtsspiel und dieses Mal geht es zum Aufsteiger Wuppertaler SV. Die Freude auf das Derby ist riesig. Insgesamt strömen 11.243 Zuschauer ins Stadion, um das Duell der beiden Traditionsclubs zu sehen. Auch unsere Heimspielmacher sind zahlreich und lautstark vertreten. Auf dem Platz gibt es die erste Hiobsbotschaft zu vermelden. Frank Löning fällt aufgrund von muskulären Problemen aus. Für ihn rückt Kasim Rabic in die Startelf. Wuppertal geht mit der Euphorie des Aufstiegs in die Partie und hat die erste gefährliche Torschance. Nach diesem Kopfballduell landet der Ball bei Silvio Pagano knapp vorbei. Rot-Weiß hat noch Anfangsschwierigkeiten. Rabic kann sich hier aber schön durchsetzen, spielt rüber zu Malura, der flankt zu Platzek, aber unsere heutige Sturmspitze ist hier einen Tick zu spät. In der zweiten Halbzeit passiert mehr. Die erste Gelegenheit haben aber die Gastgeber. Manu bedient Aldomus, der hat jetzt die Chance, schießt aber daneben. Rot-Weiß wird nach dieser Szene deutlich aktiver und spielt mit viel Zug nach vorne. Bayer zu Rabic, der legt sich den Ball zurecht und prüft Wuppertal Schlussmann Sebastian Wickel. Nur zwei Minuten später, Malura kommt über rechts, flankt, der Abpraller landet bei Timo Brauer, das ist der nächste Distanzschuss, knapp drüber. RWE bleibt am Drücker, Rabic, immer noch Rabic, legt zu Grund und der findet Benjamin Bayer über das Tor. Aber das war ein schön vorgetragener Angriff der D-Mann-Elf. In der Nachspielzeit wird es turbulent. RWE drückt auf den Siegtreffer. Ein lang getretener Freistoß von Kevin Grund. Gino Windmüller kommt an den Ball und da fehlte nicht viel. Das gibt noch einmal Ecke für Rot-Weiß. Die letzte Szene im Spiel. Platzi gewinnt das Kopfballduell. Malura, Tor! Aber nein, Schiedsrichter Stegemann hat hier eine Abseitsposition gesehen. Es bleibt beim 0:0 unentschieden. Insgesamt war es eine umkämpfte Partie. Und am Samstag geht es weiter. Dann empfangen unsere Rot-Weißen an der Hafenstraße Viktoria Köln. Das wird spannend. Und bis dahin, macht es gut, nur der RWE.